Oh, höret diese epische Musik. Oh, höret sie. Wir befinden uns nicht etwa bei der Top 4. Wir befinden uns im Cebulo Tower. Und es geht darum, Bell in seine allerwertesten, in seine Kronjuwelen zu treten. Doch vorher ist noch dieser Aas-Trainer. Unser vierter Kampf besteht darin, diesen Trainer mit krasser Frisur, Mikkel, den Hintern zu versohlen. Blöderweise hat er wieder seine Wasserkollegen am Start. Das wird schwierig für uns. Wasser ist so ungefähr unser größtes Problem, würde ich behaupten. Barbautsch ist zu gut Deutsch. Schmerbe. Und hat eigentlich nur eine Pflanzenschwäche. Das ist ungeil. Was machen wir denn jetzt hier? Shadowclawn. Ich trinke mal derweil. Oh ja, das ist gut. Peng Peng, ich glaube an dich. Lass sie nicht mit einem Hitpoint dastehen. Peng Peng. Oh, Peng Peng. Mach Peng Peng mit unserem Gegner. Oh, Peng Peng, you failed us. Oh man, if you imagine you had quick attack. Oh, protect though. Protected, by the way. Aber ein Undergaland weiß, im nächsten Fall kommt Water Pulse mit dem Critical Hit und besiegt uns. Doch wir werden mit Fury Attack countern. Oh, nein, 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 nein. Oh, mein Gott, nein. Bloß nicht. Yes, Peng Peng, yes. Du hast ja auch gleich eine Auszeit verdient. Unser nächster Gegner lautet... Mantax. Oh, ja, 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 ja. Wie haben wir Mantax besiegt beim letzten Mal? Weiß das noch jemand? Ich glaube, Hotpants muss rein. Hotpants muss ein bisschen Bricks breaken. Unser alter Hotpant-Meister. Oh, ja, ja, es regnet immer noch. Es regnet immer noch. Oh, Confuse Ray. Mit den Strats. Komm schon, Hotpants. Sehr gut. Nicht sehr gut. Stimmt, der Dude ist Flugwasser. Das Ding ist, es hilft uns gar nicht so viel, aber wir sollten auf jeden Fall nicht ein Kampf-Pokémon am Start haben. Das ist schon mal, ich glaube, da können wir uns alle einig sein. Unser Hotpants muss raus. Und ich bin gerade am überlegen, was wir denn jetzt so krasses machen. Alter Schwede, hat das Damage gemacht. Scheiße. Aber Moment mal, ein Aufruhr reicht nicht, oder? Mann, ich will mein Eis nicht schon wieder opfern. Oh, ist das heftig. Problem ist folgendes. Wenn ich jetzt Super Potion einsetze, kommt wieder Water Pulse oder Confuse Rain. Also hilft es uns nicht. Wir müssen jetzt Aufruhr einsetzen. Wir müssen jetzt Aufruhr. Komm, Crit ist weg. Do it! Oh nein, es ist nicht stark genug. Jetzt haben wir ein Problem. Ich weiß gar nicht, ob Aufruhr minimal stärker wird. Ja, schade. Es war ein Versuch wert. Aber unser Silinaf geht leider erneut down. Goddammit. Nein, nicht Brick Break. Ich wollte Headbutton. Oh, die uncoolen Fehler. Ja, das ist sehr gut. Das ist ein Fehler, denn jetzt bist du vom Typen normal. Oh, das war's. Was? Warte mal, Ruheort macht den doch zum Typ normal. Hex! Flinch wir aber mit dem Counter-Hack. Wir flinchen einfach. Dank King's Rock. Und der Crit! Hotpants! Hotpants! Du geile Sau! Das gibt's doch gar nicht!
Oh, Baskulin kommt noch. Hotpants! Barschuft! Hotpants! Alter, Hotpants, du kranker Bastard. Was ist kaputt bei dir? Ich muss übrigens wegen Vanilleeis nochmal den ganzen Tower runterlaufen zu Burke Center. Ich hoffe, ihr seid dabei und freut euch schon darauf. Das ist unser Plan. Yo, ist der stark! Okay. Geiler Shit. Noch ein Baskulin überleben wir leider nicht. Ist das ungeil. Watertail ist damn strong, man. Wow. Zeit für Shadow Claws. Boah, Knirscher. Stark. Ich mache mir Sorgen gerade so ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich versuch's mal aus halbem Joke mit Fury Tag. Auf die Crits sei Verlass. Okay. Immerhin. Aber so hatte ich mir das auch nicht vorgestellt. Zeit für eine Hyper Potion. Na. Alter, wir haben ja richtig viele Potions mal eingekauft. Ewig ist es her. Aber hier ist die Hyper Potion, die wir brauchen. Eieiei. Knirscher weiterhin seinen Angriff. Ich bleib bei Shadow Claw. Problem ist, wir brauchen zwei davon. Zwei. Und ich rechne mit einem Crit. Riskier ich's? Swagger! Was? Why? Why would you not attack? Boah, 1000 Erfahrungspunkte. Heiliger Bimbam. Okay. Michael geht down. Und die Spannung steigt umso mehr. Wir gehen bald Bell besuchen, aber ich muss erstmal den Tower. Zabulo Tower übrigens. Ich glaube, ich habe ihn Zabulo genannt. Ihr kennt euch ja aus hier. Okay, ich bin sehr gespannt. Bell ist in diesem Hack übrigens ein Mädel. Ganz ehrlich, ich weiß nicht mal mehr, ob es in Schwarz-Weiß Bell auch ein Mädel war. Ich sag einfach mal, es war ein alter Killer. Ich glaube, das wird ein Mysterium bleiben, das wir nie erfahren werden. Und ich bin gespannt auf Sprite und Aussehen von Bell in Pokémon Gaia. Es ist natürlich nicht die gleiche Bell. Vermute ich jetzt, gehe ich mal davon aus. Aber noch müssen wir weiter. Und es geht weiter. So, last challenge. Ich denke mal, wir machen heute noch Bell. Ja, definitiv. Epic Fights so far. Expert Argem. Argem, habe ich direkt durchschaut, ist mega. Akronym, Leute. So, Gumi. Gumi ist nur Drache, oder? Habe ich recht? Ja, ist Viscora, nur Drache. Vanilleeis, ich glaube an dich, ja? Auch wenn du zweimal leider in das nicht vorhandene imaginäre Gras gebissen hast. Ah. Okay, diese Strats werden jetzt ausgepackt. Erstmal mit einem Aurora-Beam aufräumen. Das ist mein erster Plan. Das reicht nicht mal. Dragon Breath. Oh oh. Erstmal aufräumen, denn bevor ich Poison heile und dann wieder Toxin passiert. Haben wir eine Full Potion? Weiß das jemand? Hat jemand mein Inventar im Kopf? Tyrant ist der Tür. Hier, dieser, der zum Zweikopf wird, glaube ich. Und dieser Kollege heißt
Ah nee, es ist Balgoras. Es ist Balgoras, stimmt, der ist auch vom Typ Drachen. Na, dann können wir sogar zu Hotpants einwechseln. Ich hatte jetzt hier mit Duodino gerechnet. Aber gut, dann bin ich Brick Break Meister. Er überlebt, of course. Felsgraf. Ach, das ist so uncool, was hier passiert. Stampfer. Damn it. So, Dragonier. So, wir gucken erstmal Silinath, dass er erstmal hier an erster Stelle steht. Wir müssen das Toxin aufheben. Wie wir das machen, werden wir gleich sehen. Weil wir haben ein dickes Problem. Ich hoffe, wir haben einen Potion. Hilft uns aber gar nicht so sehr, wie ich. Ah, das ist uncool. Dann müssen wir echt separat zweimal heilen. Dragon Rage. Mal sehen, wie stark. Yo, no way. Fuck. Uff, das ist uncool. Ah. Silberblick. Oh Mann, das ärgert mich, dass wir jetzt schon dreimal unser Vanilleeis verloren haben. Dreimal. Mann, Scheibenkleister. Ah ja, natürlich. Damit hatte ich gerechnet. Ah, ich bin gerade echt am Verzweifeln. Sehr gut. Oh shit. Na, wobei... Stark. Ja, Mist. Kriegen wir den einen Metal Claw noch raus oder wird Paralyzed Slam? Okay, nice. Wir kriegen eine zweite Chance und wir schaffen's. Nicht! Es reicht nicht. Ich fasse es nicht. Dragon Rage trifft uns. Jetzt wird Paralyzed entscheiden über unser Schicksal. Jawohl. Habe ich mir schon fast gedacht. Ah, man. Hartes Schicksal, hartes Spiel. Slam trifft. Yo, was ein Damage. Slam trifft nicht. Okay, klar. Ah, ein Pokémon bleibt noch. Ich ärgere mich gerade. Und das ist hier Garchomp. Ah, man. Fuck. So, gegen Garchomp ist, glaube ich, Bubble Beam sick. Aber... Wobei ist es trotzdem nicht. Haben wir eine Drachen? Ne, wir haben keine Drachenattacke. Hm. Bleib einfach mal drin, um mal unsere... Oh mein Gott, Level 32. Heiliger Bimbam. Knaxel. Dragon Rage, mal sehen, wie stark. Wow, sehr stark. Komm schon, critte es. Okay, 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 okay. Keine Panik. Also, so wird's schwierig gegen Bell, das sei schon mal gesagt. Sandsturm. Wow! Wie stark ist das denn? Ja, er hat natürlich Step. Takedown. Wow.
So, wir haben Expert Mega besiegt. Megastein, aka Argen. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich will nicht wissen, wie stark Bell jetzt sein wird. Bevor wir Bell machen, gehen wir kurz ins Pokémon Center und wir müssen uns ganz dringend überlegen, wer an vorderster Reihe kämpft. Ich bin mir nicht sicher mit Peng Peng. Peng Peng ist einfach zu langsam und sein... Wir haben immer... Leider haben wir keine Gegner, die wir besiegen können mit unseren Attacks, also in denen wir Typvorteil haben. Dann stirbt unser Vanilleeis immer, weil es halt nicht leadet, sondern eben ausgewechselt wird und dann schon Schaden kassiert. Das Problem ist, mit wem leaden wir? Fire Ghost ist leider keine Option. Hot Pants. Ich würde fast sogar sagen, dass unser Brick Break Meister Hot Pants leaden sollte. Aber ich kenne mein Glück in diesem Let's Play und ich weiß, dass das erste Pokémon von Bell ein Flug-Pokémon sein wird, bin ich mir schon ganz sicher, ganz... Also, ihr werdet lachen, aber es wird ein Tauboss oder so sein. Ich weiß es nun mal nicht. Blind macht die Sache ein bisschen schwieriger, aber ich bin so hyped. Motivation ist da, Bell ist unser Gegner. Oh, krass, keine Treppe mehr. Doch noch eine Treppe. Yo, wie krass ist das denn gemacht? Bell? Ja. Okay, harte Worte. Let's go. Das ist quasi wie eine Arena. Ich bin hyped, aber wir schalten nur die Mega-Evolution frei. Oh, das ist ja ein cooler Sprite. Sieht ja richtig, richtig gut aus. Okay, jetzt bin ich Fan von Bell. 5 Pokémon. 5! Wir haben nur 4. Heiliger Bimba. So, Scaraborn, du warst Käferkampf. Leute, was meint ihr? Werde ich es schaffen, Fire Ghost problemlos auszuwechseln oder geht Fire Ghost mit dem ersten Angriff down? Silberblick, sehr gut. Heracross ist stark. Aeroas. Yo, Junge, yo, stark. Okay. Ich nehme eine Super Potion, würde ich sagen. Ja, reicht ja. Oh, yo. Aeroas, wird er jetzt spam? Bis er crittet. Meint ihr, er wechselt? Nein, er wechselt nicht mehr. Ah, jetzt sind wir in einem dicken Dilemma. Das fängt ja schon mal richtig, richtig geil an. Leute, das ist das Dilemma des Langsamerseins. Was machen wir denn jetzt? Ich kann ja jetzt nicht hier ewig Super Potion spammen. Ist das uncool? Burnhex! Ich kann doch ewig Super Potion spammen. Und zwar, Leute, jetzt ist sein Attack down. Die Frage ist, ob ich den Damage tanke. Mal gucken. Ja, geil. Aber... ich werde weiter nicht angreifen. Ich werde tatsächlich so schäbig sein und den Burn die Show überlassen. Und wir verbrauchen unsere letzte... Na, wir haben gar keine Potion mehr. Das Problem ist, wir sind langsamer und wir brauchen Fire Ghost dringend. Ich kann Fire Ghost jetzt hier nicht
Nicht alles tanken lassen. Don't go Scaraborn. Ich bin nicht sehr stolz darüber, aber... So, Marvel ist zu gut Deutsch. Ist zu gut Deutsch. Mann, gibt es viele Pokémon mit Ma. Flunkiefer. Gut. Flunkiefer ist gut. Für mein Flame Burst. Wir haben leider Silberblick Intus. Das ist nicht gut. Und das heißt, ein Knirscher killt uns. Oder ein Biss. Okay, das ist sehr geil. Puh. Ah, Alter, muss ich mir meinen Kopf hier zerbrechen. Marvel. Was machen wir denn jetzt bloß? Also das Ding ist ja Fee, oder? Es ist Stahlfee, glaube ich. Stahlfee. Stahlfee. Haben wir irgendwas, was geil ist? Nee, ne? Weil es gleicht sich, glaube ich, aus. Weil Kampf ist neutral. Sollten wir sowieso nicht machen. Ja, ich glaube, dann müssen wir es, glaube ich, Bubble Beam. Ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu Bubble Beam. Bubble Beam auf ein brennendes Flunkiefer, by the way. Let's go. Bell packt aus auf jeden Fall. Sehr gut. Fake Tears, aber wir sind schneller. Nice. Und Bubble Beam, down it goes. Oh. Okay, was kommt als nächstes? Erstmal ein Level up. Manectric. Hat sich der Entwickler von Gaia entwickelt, einfach alle Pokémon mit M zu nehmen für Bell? Manectric ist... Moment. Ist Voltenso. 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 Ich glaube, da werde ich Brick Breaken. Ja, da werde ich Brick Breaken. Voltenso. Here we go, Brick Break, Thunderfang. Boah, geile Animation. Stark vor allem, stark. Brick Break. Und noch ein Brick Break gegen another Thunderfang. Paralyze Hex. Nicht. Brick Break. Oh nein, es überlebt ernsthaft. Scheiße. Läuft nicht so geil. Wir müssen unbedingt trainieren, Leute. Ich sag das schon mal vorweg, aber langsamer zu sein und Level unter den Gegnern, das ist hart. Nein! Don't do it! No, 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 no! Ja! Hotpants! Ja! Okay. Das war, glaube ich, erst Nummer 3. Damn. Damn. Audino ist Ohr doch. Audino ist doch auch Fee, oder? Immer diese Feen hier in diesem Spiel. Hey, wo ist Audino in meiner Liste? Da. Nur normal. Oh, wir sind leider mega angeschlagen. Fuck. Jo, hier draußen läuft richtig laute Musik bei mir. Vor der Tür. Was ist denn jetzt los? Alle sind mega hyped anscheinend. Wir brauchen erstmal eine Hyper Potion. Ansonsten haben wir ein dickes Brick Break Problem. Oh, Mega Ring auf Audino. Jo, das sieht ja geil aus. Leute, wisst ihr, ob es jetzt vom Typ Fee ist? Ja, ne? Ah, es ist vom Typ Fee. Disgusting, disgusting. Okay.
Oh man. Okay, wir haben Mega-Ordoch gegen uns. Die Animation sah richtig geil aus. Wir sind schneller, immerhin, Alter. Unser Peng Peng gewinnt an Geschwindigkeit gegen Mega Audino. Scheiße, es ist tanky as hell. Okay, Bubble Beam it is. Wir müssen noch ein bisschen weiter bubbeln. Critical Hit. Komm, jawohl, das wollte ich. Und jetzt wechseln wir zu Metal Claw. Bisschen Metal. Weil Typ Fee und so. Komm, komm, Attack Boost. Ah, man. Man. Metal Claw, it is. Kein Attack Boost. Das heißt, wir müssen noch einmal heilen. Let's go. Jawoll. Na, nochmal heilen brauchen wir nicht. Ein Metal Claw wird's reißen. Ich hoffe auf einen Attack Boost. Das ist tanky. Kein Attack Boost, Alter. Nach 3-4 Metal Claws. Das ist erschreckend. Aber wir kriegen's down. Mega Ordoch geht down. Ein richtiger Tank, der sehr viel aushält. Allerdings nicht zu meinen Lieblings-Mega-Evolutions gehört. Peng Peng. Und jetzt kommt Absol. Das ist Absol. Das Ding an Absol ist... Nee, gar nicht mal. Moment, das ist Zubiris, oder? Das ist Zubiris, oder? Genau, weil Absol ist Absol, sehe ich hier gerade auch. Schön bei A. Dann ist das Zubiris. Und Zubiris würde gegen Hot Pants down gehen. Ist jetzt aber hier nicht der Fall. Das heißt, ich werde es ein bisschen Bubble Beam. Und wir können dann auch Fake Out. Damn. Ein bisschen Bubble Beam. Detect. Ah. Ach, Zubiris mit deinen alten Tricks. So, Bubble Beam schlägt ein. Sehr gut. Knock off. Damn, das wird... Oh, no way. Es ist der One-Hit-KO gegen uns. Ja, dann muss Selina finishen. Die Frage ist, wie stark unser Aurora-Strahl sein wird, ob es reichen wird. Erstmal natürlich wieder Detect. Zweimal Detect, why not, why not? Wir sind nicht Overtime oder so. Richtig langer Part, aber epic as hell. Aurora-Strahl. Ich rechne damit, dass er es überlebt. Tut es aber nicht. Zubiris geht down. Ja, stark von Bell. Wir haben gewonnen. Und wir kriegen den Mega-Ring von Cutie Bell. Krass. Und Hot Pants! Unsere Legende! Hoch die Hände! Es ist eine Legende, wird zu Erokex! Yes! Was ein geiler Sound. Und damit haben wir einen richtig epischen Hot Pants. Mit Schal. Oh, noise. Gut. Kleines Tutorial, wie das funktioniert. We know it. Jeder, der XY nicht gespielt... Ist sie gerade... Sie ist gerade den Turm runtergesprungen, oder? Leute, Suicide ist keine Lösung. Just saying, an dieser Stelle. Okay, da ist eine Tür. Geil, Gaia hat an alles gedacht. Aber ich schwör's euch, der Turm endet hier. Seht ihr diese Form? Da ist keine Tür. Das ist echt grausam. Okay, wir haben Bell getötet.
Ich bin gerade ein bisschen schockiert und ich muss den Part beenden. 30 Minuten. Es war epic. Es war harte Arbeit und wir sehen uns morgen wieder. Ich verlasse kurz den Turm. Auf die Gefahr, dass du, was sagst du dazu? Yes. Okay. Cool gemacht. Der erzählt uns das nochmal. Erdbeben. Das ist unser nächstes Ziel. Was ist dort los? Oh mein Gott, Regirock! Regirock! Ander, oh mein Gott, Ander! Und wir wären sogar noch geheilt von Bell. Und damit sehen wir, dass Bell noch lebt. Das finde ich gut. Oh, wir sollen ihren Turm retten. Darum geht's ihr hier. Nicht die Insel oder so. Go be brave. Na gut. Wir haben jetzt hier diesen crazy spooky Soundtrack und das ist ein perfekter Moment, um mich zu verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal und dann schütteln wir Regirock die Hand. GG!